Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 2.5.2019. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, Wahnsinn. Da haben wir schon fast 100 neue Abonnenten mit hinzubekommen in der Zeit, seitdem wir diesen Trailer da vorne einspielen. So, jetzt gehen wir in den heutigen Item-Shop rein. Also erstmal vielen, vielen Dank an euch alle. Es macht richtig Bockmisch. Und da haben wir ein neues Item, den Sterling und den Juwelenhammer. Also, und auf der rechten Seite, ui, eine Lackierung. Ich hoffe, dass die wieder animiert ist. Wir fangen jetzt mal auf der rechten Seite mit dem Twist an, würde ich sagen. So, da ist ja der Twist. Also sogar als Hintergrundmusik. Mega geile Emote. Ich habe mir den sogar selber geholt. Und der Herr Sofort hat ihn auch. Ja, klar. Das ist absolut zwingend notwendig als Pulp Fiction Fan. So, der Twist kriegt von mir 10 von 10. Sind wir so ein bisschen gechillt, das Teil. Für 500 V-Bucks den Twist. So, schau mal in die Benotung rein. Und da haben wir aktuell 4,59 von 5 bei 22 Votes. Am 14. Juli 2018 ist erstmal drin gewesen. Seitdem 10 mal 151 Reminders. Und wir blenden auch mal wieder hier unten ein. Wie gefällt euch denn der aktuelle Shop? Hier haben wir momentan schon, was ist denn das? 613 Love It, 276, naja. Und 376 hassen den Shop aktuell. Das heißt also momentan eher positiv. So, der Twist, wie gesagt, von mir 10 von 10 Twist. So, dann haben wir hier die Zündkerzenkünstlerin. Und ich finde, die sieht eigentlich ganz schnuckelig aus. Das Teil da hinten finde ich jetzt nicht wirklich so prickelnd. Aber ist eigentlich ganz witzig, ne? Wenn man das sieht, dass es so ein Hund darstellen soll, der Teil. So, die Zündkerzenkünstlerin kriegt von mir 7 von 10. Dann schauen wir doch mal ganz kurz, wie sieht es denn aus hier bei der Spark Plug. Die Spark Plug hat hier momentan 4,32 von 5 bei 28 Votes. Am 10. Februar 2019 das erste Mal drin gewesen, seitdem 54 Reminders. So, für 1002 V-Bucks die Zündkerzenkünstlerin. Dann haben wir die Luftgitarre. Die Luftgitarre natürlich auch ein kultiger Emote. 10 von 10 für die Luftgitarre. 800 V-Bucks kostet das Teil. Rockout hat hier momentan ein Voting von 4,37 von 5 bei 51 Votes. Am 14. April 2018 das erste Mal drin gewesen. 100 Reminders. Jo, dann haben wir hier die Maki-Meisterin. Finde ich persönlich jetzt nicht ganz so toll, der Teil. Kriegt von mir 6 von 10, die Maki-Meisterin, für 1200 V-Bucks. Da hinten hat sie noch so ein Sushi-Ding da hinten am Rücken. Oh. 4,17 von 5 bei 42 Votes. Am 21. November 2018 das erste Mal drin gewesen. Seitdem 7 mal 82 Reminders. Den Sichelschläger. Batsicle. Jetzt auch schon sehr, sehr oft im Shop gewesen. Für 800 V-Bucks das Teil. Kriegt von mir 6 von 10. Batsicle hier. Ja. Hat
3,33 von 5 bei 46 Votes. 12. November 2017 ist das erste Mal drin gewesen. 31 Mal schon seitdem, das ist wahnsinnig viel, ja, und 83 Reminders. So, dann kommen wir, ja, machen wir erstmal mit der Lace weiter. Gucken wir uns die mal an. Was soll ich dazu sagen? Ich finde das Teil schrecklich, schrecklich, schrecklich. Das Einzige, was ich cool finde, ihr wisst, ich bin so ein bisschen Psycho. Der Lace, also hinten das Backpack finde ich cool. Lace finde ich total schrecklich. Und Lace kriegt von mir 5 von 10. Ich finde die schlimm. Lace hat von euch hier 3,51 von 5 bei 55 Votes am 13. Januar 2019 das erste Mal drin gewesen. Seitdem 4x 94 Reminders. Lace. Dann haben wir den Paradox. Und irgendwie erinnert er mich an eine Szene aus Gods of America. Das war so ziemlich die finale Szene, wo er bei Osteria gewesen ist. Und da sind ja auch so komische Typen da rumgehüpft und die sahen in etwa so aus wie dieser Paradox-Skin. So, für 1500 V-Bucks, ich finde den Paradox okay, aber auch nicht so toll. Geht von mir 6 von 10, der Paradox. Da haben wir hier momentan 2,85 von 5 bei 47 Votes. 13. Januar 2019 war das Release-Datum. Seitdem 4x drin gewesen, 17 Reminders nur. So, dann haben wir diese Allsicht-Picke, die ich nicht so wirklich prickelnd finde. Ja, gibt von mir 5 von 10, die Allsicht. Was macht die denn, wenn man da drauf haut? Boah, ist jetzt nicht so. Nicht so der Oberhammer. Das ist Vision, diese Picke heißt Vision. So, und ihr habt hier 3,66 von 5 bei 38 Votes am 13. Januar 2019 das erste Mal drin gewesen. Seitdem nur 4x 141 Reminders. Division oder Allsicht Picke. So, dann sind wir hier noch, alle haben wir den Equilibrium, genau. Der fehlte jetzt noch hier in der Sammlung. Ein Gleiter, den finde ich gar nicht, ja. Okay, finde ich jetzt aber nicht so cool. Kriegt von mir 6 von 10. Der Equilibrium. Und da haben wir momentan 3 von 5 bei 15 Votes. 5x drin gewesen im Shop. 3 Reminders. Und dürfen wir jetzt auch hiermit durch sein. So, und jetzt endlich ist es soweit. Endlich können wir uns mal die neuen Items von heute anschauen. Einmal hier die neue Lackierung, das ist infernalisch. Stelle deinen Stil zur Schau, Teil des Inferno-Sets. Oh, ist leider nicht animiert. Schauen wir mal, wie das Ding aussieht. Oh. Oh, das sieht geil aus. Ich finde, das sieht wirklich geil aus. Oh. Ja, hat was, das Ding. Ja, hier bei der Pump sieht es natürlich richtig nice aus, ne? Bei der Pump sieht es echt nice aus. So. Boah. Bisschen weniger orange wäre auch nicht schlecht gewesen. Aber hier bei der Sniper ist cool. Das ist echt cool. Gefällt mir. Hier die Diegel. Ja. Geil. Und beim Bogen. Ja, ich sag ja, ein bisschen weniger orange. Na gut, hier hätte es jetzt ein bisschen mehr sein können, aber ist gar nicht mal so verkehrt, das Teil. Für 300 V-Bucks infernalisch und ja, die Lackierung, also mir persönlich gefällt es ganz gut, kriegt von mir 7 von 10. Und dann schauen wir doch mal, was hat bis jetzt, glaube ich, noch
Gibt es da schon eine Benotung dafür? Oh, ja, eine Note ist schon da. 5 von 5 bei einem Vote. Ja, ist doch schon mal nicht so verkehrt. So, dann gehen wir zum Juwelenhammer. Oh, das sieht irgendwie nice aus, das Teil. Das Ding sieht irgendwie nice aus. Ist cool. Axt voller funkelnder Juwelen, Teil des 24 Karat Sets. Das Ding gefällt mir. Muss ich echt sagen, wie hört es sich an? Wow. Wow. Ey, die Picke ist geil. Kriegt von mir 9 von 10. Der Juwelenhammer. Schauen wir mal, ob es da schon irgendwelche Benotungen gibt für den Silver Sledge. Oh. L. Also euch scheint sie nicht wirklich zu gefallen. Daran sieht man dann eben auch, dass ich da mir vorher die Noten nicht anschaue, sondern wirklich so nach eigenem Gefühl bewerte. 2,5 von 5 bei 2 Votes. Oh, scheiße. Jo. Ein Reminder bis jetzt. Alles klar. So, aber der Shop geht momentan eigentlich ganz gut an, muss man sagen. Hier 1334 Lovitz, 753, ja, it's meh, und 935 Hated. Also eigentlich noch momentan mehr Leute, die den Shop mögen. So, und jetzt geht's hier an den neuen Skin ran. Das ist der Sterling Skin und den schauen wir uns jetzt mal an. Aha. Oh. Oh, oh, was hat denn der für ein geiles Tattoo da drauf, ey? Das ist irgendwie so ein Schlangendrache. Ein Silbertrache. Oh. Ui, der Teil hat irgendwie, also der sieht cool aus. Ist auch mal ein komplett neues Gesicht hier. Den haben wir so. Also es ist nicht so irgendeiner von diesen Standard-Skins. Weiße Haare, alles in weiß, Silber gehalten. Da diese Ketten drumherum, Nieten auf den Handschuhen. Super cooles Teil. Also ich finde diesen Typen, den Sterling oder den Diamantstern, ich finde, der sieht echt cool aus. Für 1500 V-Bucks, das Ding. Und der kriegt von mir 9 von 10. Ich finde, der sieht echt geil aus. Ja. 9 von 10 für den Sterling. Schau mal in die... Oh. 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 Das ist krass jetzt hier. Also das ist ja mit einer der schlechtesten... Also manchmal sind die Geschmäcker echt... Das ist eine der schlechtesten Bewertungen, die wir bis jetzt... Holy shit. 1,33 von 5 bei 6 Votes? What? Am 2. Mai ist heute klar, logisch. Das ist so. Okay. Ja, das muss ich jetzt erstmal verdauen. Krass, Alter. Ich finde den gar nicht mal so schlecht. Okay. Also, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Fortnite Daily Shop News mit Middleman gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.